Herzlich willkommen bei Heike Makatsch, die Show. Und hier ist sie, unsere Gastgeberin im Club, Heike Makatsch. Hallo. Ja, sehr schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ihr mal wieder oder vielleicht auch endlich eingeschalten habt. Ich kann mich mal kurz hier hinsetzen, ne, zwischen euch. Ja, so ein warmer Applaus, der tut mir natürlich sehr gut. Wir haben alle Kritiken gelesen, ihr lieben Kritiker, damit ihr Bescheid wisst. Und wir haben auch die Quoten gesehen. Miserabel, miserabel. Aber natürlich wird uns das nicht aufgeben lassen, weil ich glaube an diesen Club. Und wir haben uns Gedanken gemacht und uns überlegt, ja, was wollen die Deutschen eigentlich um diese Uhrzeit, ja, so spät nachts gerne im Fernsehen sehen? Also erstmal natürlich Sex. Das ist ja schon ganz klar. Aber ich ziehe mich hier jetzt nicht aus. Das ist schon mal sicher. Und außerdem wissen ja manche anderen besser, wie man das Thema Sex behandelt. Zum Beispiel Verona oder so. Tiere, ja, Tiere scheinen auch ziemlich angesagt zu sein. Aber was soll hier ein Tier im Studio? Ich weiß es nicht. Und deswegen haben wir an Kinder gedacht. Vielleicht sind ja Kinder was für euch, damit ihr ein bisschen dran bleibt um diese späte Stunde. Und musikmäßig hat ja Blur bei euch nicht so richtig eingeschlagen, obwohl Blur meine Lieblingsband ist. Aber vielleicht steht ihr ja mehr so auf die Kellys oder so. Hm? Oder? War doch wirklich süß anzusehen. Also die gibt es auch demnächst dann auf CD und ansonsten in jeder deutschen Fußgängerpassage. Man muss nur ein bisschen näher gucken. Ja, aber wir haben natürlich auch noch ein ganz anderes Programm für euch heute hier vorbereitet. Es gibt tolle Bands, zum Beispiel Fantastischen Vier mit dem Picknicker. Außerdem Smoke City mit Underwater Love. Kennt ihr bestimmt aus der Levis-Reklame. Und ich habe schöne Frauen heute hier bei mir in der Show. Olivia, schön, dass du da bist. Hi. Und Raffaele? Hallo, guten Abend. Mit euch unterhalte ich mich nachher noch. Du sahst vorhin ganz anders aus, muss ich sagen. Ich habe mich ein wenig verwandelt für dich, mein. Ja, aber hallo. Wir sprechen nachher mit dir und noch ein paar Kolleginnen und auch mit dir. Ja, Lotto. Ja, moin. Was hast denn du da, einen kleinen Hund? Ja, Hund, ne? Also ist grüne Hunde hier, weil du hast gesagt, mit Tieren. Ich versuche es einfach mal so unterstützend, ne? Mit Tieren müssen wir was zu machen, ne? Ja, Tiere. Tiere, Kinder und Sex. Wann kommt nur der Sex? Ja, Heidi, wenn du jetzt also gleich so anfangen willst, also von mir aus, also zwischen viele Leute vielleicht, aber ansonsten, ne? Also. Wir machen das lieber später. Okay. Du hast nachher auch noch so eine ganz spezielle Aufgabe zu bestreiten. Super harte Stunt-Szenen gibt es nachher. Ja. Und ich bin ja Extrem-Bodybuilder. Mhm. Also viele sagen, wissen wir schon, der ist Extrem-Piercer. Man sieht mir das nicht so an, ich wiege ungefähr 250 Kilo. Aber, man sieht es nur nicht. Nö, aber ich sage, ich auch Extrem-Bodybuilder bin, machen wir nachher ein bisschen Stunt, ne? Ja gut, also du wirst für uns dein Leben riskieren. Vielleicht überlege ich die Sendung nicht. Vielleicht explodiere ich auch, wer weiß. Und natürlich ist auch der Klee noch mit dabei. Klee, hallo. Ja, nur mit dem Klee wird unsere Party hier perfekt. Als Talkgäste gibt es Christiane Paul, es gibt Rainer M. Aber ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Bis gleich. Gleich in Heike Makatsch die Show. Durch Werbung zum Star. Claudia Schiffer und Brad Pitt haben es geschafft. Jetzt kommt Essoman Rainer.
Und Techno Total, mobil für jeden Rave. Wir verlosen das Auto zur Musik. So, meine Damen und Herren Wirtschaftsexperten. Nehmen wir mal an, jemand bietet ein minderwertiges Produkt an und verlangt dafür einen unglaublich hohen Preis. Wie nennen wir das? Ja, Sie da drüben? Wucher. Und nehmen wir nun an, jemand bietet ein sehr gutes Produkt an und verlangt dafür einen unglaublich niedrigen Preis. Na, wie nennen wir das? Vielmann. Sehr gut. Sie haben das richtig erkannt. Fassen wir also zusammen. Brille, Vielmann. Bei diesem Wetter Croissants holen? Nö. Raus aus dem Eisfach. Buckets, die neuen Croissants von Schöller. Rein in den Ofen. Knusprig lecker. Schmeckt wie frisch vom Bäcker. Buckets, ofenfrisch und Bäcker lecker. Neu von Schöller. Superstar Celine Dion. Live am 24. Juni in Berlin. Celine Dion mit ihrem Hit Juni in Berlin. Wussten Sie, dass Sie Ihre Haare bei jedem Waschen einem Risiko aussetzen? Überrascht? Haare sind am empfindlichsten, wenn sie nass sind. Schon Kämmen kann sie brüchig machen. Pantene hilft, Ihre Haare kräftig, gesund und weniger brüchig zu erhalten. Pantenes Pro-Vitamin B5 dringt in die Wurzel ein. Die Formel pflegt das Haar bis in die Spitzen. So bekommt es gesunden Glanz und bleibt kräftig. Pantene Pro V für gesundes Haar, das glänzt. Kräftiges Haar ist schönes Haar. 1965 kam ein alter Exilkubaner in New York zum Notar, um nach 67 Jahren eine Erfindung anzumelden. Sein Name? Fausto Rodriguez. Seine Erfindung? Cuba Libre. Muchas gracias, Fausto. Es gibt Momente im Leben, da weiß man, es ist Zeit für Persil Megaperls. Hätte nie gedacht, wie man sich selbst verändert, wenn man sein eigenes Bistro führt. Wir können uns Flecken einfach nicht mehr leisten. Jetzt muss ich sicher sein, dass auch so ein Fettschmutz rausgeht. Deshalb Persil Megaperls. Persil Megaperls mit seinem aktiven Sauerstoff löst nicht nur Flecken besser, auch den tief sitzenden Schmutz. Perfekte Wäsche gehört einfach zu unserem neuen Anspruch. Irgendwann kommt jeder zu Persil. Da weiß man, was man hat. 8,5 Millionen Dollar. 7 Fuß unter dem Keller. In einem Einfamilienhaus in Charide. Schatzsuche im Wohnzimmer. Diese Nachbarn sind unmöglich. Doch die Wege zum Reichtum sind beschwerlich. Oh Gott! Denn wer anderen eine Grube gräbt, wir kriegen die Millionen. Fällt selbst hinein. Norman, was willst du von uns? Den Koffer. Gleich. Die Maulwürfe. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2. Packende Dramatik nach einer wahren Begebenheit. Er fliegt über die 12-Meilen-Zone in den russischen Luftraum. Ein Linienflugzeug bringt die Großmächte in Zugzwang. Für die Passagiere wird es ein Höllentrip. Anfangs ist die Kursabweichung nicht zu erkennen. Aber in dem Moment, wo Sie sie erkennen, ist es fast immer zu spät. Todesflug KAL 007. Samstag 20.15 Uhr bei RTL 2. Eine Mordserie. Ein paar Frauen sind abgestochen worden. Eine Polizistin, die alles wagt, um den Killer zu kriegen. Was zum Teufel hast du vor? Ein Einsatz zwischen Tod und Liebe. Er ist nicht der Killer. Du weißt doch gar nichts über ihn. Parfum des Todes. Samstag 22 Uhr bei RTL 2. Ladies and gentlemen, welcome to the wonderful world of universe moving sensations. And now it's showtime. Get ready for an unforgettable experience of sparkling excitement with the fabulous Universe Fancy Dancers.
Wow, wow, sage ich nur. Ich meine, ich habe sie ja vorhin alle gesehen, sie sind nicht wieder zu erkennen. Also, sind die süß? Die sind so süß. Sind die süß? Ja, Olivia Jones. Hi. Hi. Drag Queens. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen. Drag Queens, Transvestiten, Travestiekünstler, Fummeltrien. Was ist eigentlich eine Drag Queen oder was unterscheidet sie von all dem anderen? Wir gehen so ein bisschen weg von der klassischen Travestie. Das heißt, wir sind einfach bunter, schriller und extremer, wie man jetzt ja auch in diesen Modellen sieht, die wir für heute Abend ausgewählt haben. Ja, das ist ganz schön extrem, muss ich auch sagen. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Individuell zusammenstellbar alles. Die Shows und die Performances. Aber ihr habt euch schon auch aufeinander abgestimmt so ein bisschen, ne? Alle so mit Rot und die Wimpern scheinen auch von einem angefertigt zu sein. Wie lange dauert das, bis man so aussieht? Zwischen 1 und 2 Stunden ungefähr, ja. Und ist das da ein, haben wir dann das Ergebnis. Ist das ein Fulltime-Job? Macht ihr das jeden Tag? Kümmert ihr euch irgendwie die ganze Zeit nur um neue Perücken, neue Outfits oder macht ihr nebenbei was ganz anderes? So ungefähr. Also man soll das entweder professionell machen oder lieber gar nicht. Also wenn, weil wir auch von leben müssen wir und wir, ist es wirklich ein Fulltime-Job. Das heißt, wir haben den ganzen Tag damit irgendwie zu tun, für Promotion-Geschichten zu arbeiten, Fummel zu entwerfen und irgendwie Make-ups und sowas. Da sind wir schon voll und ganz eingespannt. Und gibt es irgendwie Konkurrenz untereinander? Also ich meine, ihr seht ja alle toll aus, aber ist es irgendwie so, dass jeder sich wünscht, den meisten Applaus zu bekommen oder so? Oder seid ihr ein Team, was zusammenhält? Wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander, wenn man das jetzt auch so nicht sieht an den Blicken, aber anders ja, geht es auch gucken nicht. Doch alle ziemlich cool, muss ich sagen. Alle gucken ziemlich... Nein, wir sind ein Team und das merkt man dann auch, das geht einfach nicht. Seht ihr euch denn eigentlich als... Frauen oder seht ihr euch eher als eine Persiflage auf Frauen oder ist das so eine ganz übersteigerte Geschichte? Wie kann man das eigentlich am besten benennen? Bewundert ihr Frauen oder sind die euch eigentlich viel zu langweilig? Sicherlich bewundern wir Frauen, sonst könnten wir den Job nicht ausüben. Aber Vorbilder und sowas haben wir normalerweise keine und das ist ganz einfach Show bei uns. Wir leben auch nicht als Frauen, wir sind also keine Transvestiten, auch wenn das vielleicht so ein bisschen so aussieht. Nein, wir leben als Männer und wir sind auch ganz froh darüber. Wir schminken uns ab und gehen dann ganz normal als Männer dann aus und nicht als Frauen. Ja, wie ist denn das, wenn ihr zum Beispiel so in die Öffentlichkeit tretet, sagen wir jetzt mal, in irgendeinen Hetero-Club geht? Ist das auch manchmal so, dass ihr da vielleicht schlechte Resonanz bekommt oder irgendwelche Leute euch anpöbeln? Oder ist das eigentlich immer so, dass sie bewundernd vor euch stehen und sagen, wow, so groß, so bunt, so Frau? So ungefähr, also es ist durchweg positiv. Und also ich wüsste jetzt, könnte mich nicht erinnern, irgendwelche negativen? Nein, also es ist durchweg positiv. Weil es ist ja jetzt auch ein ganz anderer Stellenwert. Das Drag Queens sind in den Medien und überall zu finden und die Leute mögen es schon. Die Leute lieben das Schrille halt. Und was sind das für Leute, die Drag Queens oder Dancer für ihre Party mieten? Was sind das für Leute? Sind das meistens Partyveranstalter? Mieten kann man ein Auto. Eine Drag Queen bucht man. Oh, man bucht sie. Entschuldigung, bucht sie. Entschuldigung. Okay, nee, mieten ist so ein negativer Ausdruck, finde ich, für eine Drag Queen. Ja, das sind große Firmen, Mode, Zigarettenkonzerne, die eben auffallen wollen. Zum Beispiel in ein Schaufenster eine Drag Queen reinzusetzen, da bleiben alle Passanten da vorne dran stehen. Das heißt, das ist genau der Effekt, den die Firmen erreichen wollen. Und ist das dann eigentlich nur ein visuelles Ding oder tanzt ihr auch? Wir machen, jetzt das Mikro aus. Was jetzt ist es wieder an. Aha. Wir tanzen, wir machen Performances, wir arbeiten in Theatern auf der Straße, wir arbeiten überall, je nachdem für was wir gebucht werden. Jeder hat so sein Spezielles. Ich bin mehr so für Performance, Bühne, da gibt es dann welche, die mehr Tanz und je nachdem. Also alles auf Lager. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit zum Tanzen, weil jetzt gibt es nämlich Musik aus England. Wir haben Smoke City hier. Ihr kennt sie sicherlich aus dem Levis-Spot, aber ich würde sagen, sie sind mehr wert, als nur Werbebegleitung zu sein. Hier sind Smoke City mit Underwater Love.
Ja. Musik werden Hits durch die Werbung. Also Levis hat ja schon einigen Popstars zum Erfolg geholfen. Aber manchmal ist es auch so, dass Gesichter in der Werbung so prägnant sind, so sehr auffallen, dass ich aus einem einfachen Werbespot eine riesige Karriere entwickeln kann. Wir haben ein paar Beispiele für euch nachrecherchiert. Vom No-Name-Model zum Megastar. Pamela und Co. haben es längst an die Spitze der Superschönen und Superreichen geschafft. Ihr Karrieresprungbrett, die Werbung. Mein Name ist Claudia. Als 19-Jährige machte sie Parfum-Promotion und wurde prompt zum meistgefragten Covergirl. Heute hat Claudia ihr eigenes Imperium. Stolze Bilanz, 6 Millionen Dollar jährlich. In love and madness lies obsession. Calvin Klein entdeckte die zierliche Kate für seine Kampagnen. Das englische Fliegengewicht sorgte mit ihren 44 Kilogramm für Aufruhr. Die Spots wurden zum Renner und die Kindfrau über Nacht berühmt. Levi's suchte nach einer kühlen Blonden, die werbewirksam ins Schwitzen kommt. Tatjana schaffte damit die Aufnahme in die Top 10 der Supermodels. Auch Sexy Brad hielt seinen knackigen Po für die 501 Jeans in die Kamera. Heute hat der 33-jährige Filmstar das nicht mehr nötig. Außer zum Privatvergnügen. Als nächstes haben wir für euch The Mini Big Picture. Durch Werbung zum Erfolg. Die Newcomerin Julia Vallée wurde wie Claudia Schiffer durch Guest-Spots entdeckt. Seit März interviewt sie Stars für die Show MTV Hot und hat sogar ein Baywatch-Angebot bekommen. Seitdem der nette Typ von der Tankstelle Champagner kaufen geht, steigt der Umsatz bei Esso und die Zahl der eindeutigen Angebote. Zur Freude aller Rainer-Fans gibt's jetzt endlich die Fortsetzung. Ja, und die beiden haben wir jetzt hier, nämlich Rainer und Julia. Hallo. Du bist gerade auf dem Weg nach oben. Du bist auch schon ein bisschen aus dem Model-Dasein rausgetreten, ja, durch die MTV-Moderationen und auch Musik, die du auch schon gemacht hast. Mhm. Ja, Rainer, hast du eigentlich schon mal jemals in irgendeinem Werbespot von dir einen Ton gesagt? Ja, einmal ganz kurz. Es war eine Sequenz von 2 Sekunden vielleicht, nicht mehr. Was hast du denn da gesagt? Weißt du es noch? Es war, glaube ich, Telekom. Es ging um interaktive Medienlaufbahnen. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ja, war wahrscheinlich nicht so ein Jahr her, glaube ich. Aber genau das ist irgendwie der Punkt. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum sich eigentlich so viele Leute um dich reißen im Moment? Also Medien, also seien es Talkshows oder sei es auch Printmedien. Und obwohl du eigentlich noch nie was von dir gegeben hast, außer dein Gesicht zu zeigen. Keine Ahnung, ich weiß es absolut nicht. Es schränkt das klein an, ne? Sozusagen. Ja, ist das nicht manchmal irgendwie fast schon beängstigend, dass man doch dann so auf sein Äußeres reduziert wird, dass man sagt, alle wollen mich, obwohl ich eigentlich noch nie was bewiesen habe, außer dass ich nett aussehe? Vielleicht liegt es daran, dass die Deutschen endlich mal jemanden hier in Deutschland auch pushen wollen und nicht immer aus dem Ausland holen. Ich war eine Zeit lang auch im Ausland, nur lief es halt nicht so gut. Und bin halt, weil ich hier in Hamburg halt noch Schauspielschule gemacht habe, hier geblieben und war halt Standby hier vor Ort und deswegen haben sie mich halt immer gebucht oder mein Gesicht gesehen und dachten sie vielleicht, na, vielleicht nehmen wir mal einen Deutschen hier. Ist das irgendwie vielleicht eine Sorge, dass man plötzlich der Esso-Mann bleibt, wie du vielleicht auch das Guess-Mädchen bleibst, dass man irgendwie das Gefühl hat, man könnte zu einem Mittelmann oder einer Clementine werden? Na, ich glaube, das liegt, wenn man mehrere Fähigkeiten hat, dann kann man davon auch wieder wegkommen. Wenn man jetzt, ich denke mal, nur aufgrund des Gesichts für diese Sache gebucht wurde, dann wird es wahrscheinlich schwer, da wieder rauszukommen. Aber ich habe, glaube ich, noch andere Ambitionen in meinem Leben halt noch zu tun und werde das auch tun. Und deswegen, glaube ich, werde ich nicht immer der SO-Man bleiben. Gibt es auch schon Angebote vielleicht von irgendwelchen Serien oder ja, so? Ja, es gibt immer kleine Angebote, sicher. Aber ich kann mir es jetzt im Moment eigentlich leisten, dort zu selektieren. Und Nein zu sagen und zu warten, bis die große Filmrolle kommt. Ja, also es liegt jetzt nicht am Geld. Vielleicht habe ich irgendwann auch kein Geld mehr aufgrund der Werbegeschichten, aber ich habe halt auch schon mal andere Sachen gemacht. Also ich habe nicht nur gemodelt in meinem Leben und kann auch, wenn alles nicht klappt, wieder Teller spülen gehen. Ja, Teller spülen gehen. Ich meine, das wird uns allen keinen Abbruch tun. Du hast auch irgendwie so gehofft, dass du jetzt durch MTV so dieses Image von ich bin so blond und ich bin so sexy und ich bin so schön ein bisschen los bist. Hast du das Gefühl, dass
du da die Chance hast, dass das bis jetzt schon funktioniert hat? Jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt liegt es in meinen Händen, was ich daraus mache, ne, sozusagen. Ja. Und hast du denn das Gefühl, dass da auch ein Forum ist, oder weil wir haben hier sogar ein paar Lollis hingelegt, weil ich habe dich schon so oft Lolli lutschen sehen. Ach so, im Hintergrund. Nee, willst du vielleicht einen? Ja, danke. Hier, danke. Willst du auch einen Lolli? Ja, wollt ihr auch den, Lollis? Den. Können wir gleich mal schmeißen so. Ja, genau. Ja, hast du denn das Gefühl, dass da die Leute auch schon aufmerksam werden und sich denken, hey, die Julia, die kann doch viel mehr? Oder ist es ja, immer noch das hübsche Gesicht? Ja, fange ich ja gerade jetzt an. Ich muss erst mal richtig gut werden bei der Sache. Und ich versuche, ja, ich gebe mein Bestes. Mal sehen, was draus wird. Ne? Also ich. Wie ist das denn? Sprechen dich auch auf der Straße Leute an? Ist es schon irgendwie so dieser Status, der normalerweise eigentlich nur bei Popstars oder vielleicht Schauspielern und so drumherum rankt? Ist es bei dir auch schon so, dass die Mädels auf der Straße kommen, hey, wie wär's denn mal mit dem Glas Gurken für uns beide? Ich bin schwanger, vielleicht von dir. Also eher mit dem nach vorne, also eher mit dem da zu damit Hause. Kommen sie später. An. Ja, dann schon, ja. Sollen wir den mal aufmachen? Sollen wir den mal kurz aufmachen? Ja, machen wir sind wir alle auch nicht mehr so nervös. Ja. Könnte jemand mal die Sektflasche für uns auf? Ah, das ist nett, das ist nett. Ja, und womit kommen die denn dann an zu dir? Sagen die... Unser Sektentkorker hier übrigens. Womit kommen die denn zu dir an? Was wollen die Autogramme haben? Sagen sie irgendwie... Ja, mit Gipsbeinen oder Gipsarmen oder irgendwelchen Zetteln aus irgendwelcher Kneipe mit Autogramme und Küsschen auf die Wange. Und ist das schön oder ist das eigentlich, dass du dir denkst, das habe ich eigentlich noch gar nicht verdient. Hört auf, wartet noch ein bisschen, bis ich wirklich zeige, was ich kann. Ja doch, ich wundere mich schon, weil ich weiß nicht, ob es eine große Kunst ist, halt so ein Werbespot zu drehen. Vielleicht ist es das, ich habe halt andere Ambitionen, ja, dann später mal. Ich meine, es gibt ja viele schöne Menschen in Werbespots. Warum meint ihr, dass es euch beide gerade getroffen hat, dass die Leute alle sagen, hey, die beiden, die interessieren uns und andere, die auch so da durchlaufen, finden keine Beachtung? Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir deutsch sind und gerade in Deutschland werden Deutsche, wenn in Deutschland jemand was erreicht, dann werden die sehr gepusht. Ne? Also weil wenn ich habe jetzt was in Amerika erreicht sozusagen und dann wird in allen Medien, in deutschen Zeitungen geschrieben, die deutsche Hamburgerin und so weiter und so fort. Ja, das ist Sie, jetzt ne? bekannt in Amerika und ja. Aber ich merke schon, ihr durchschaut die Mechanismen. He? Ihr lasst euch da nicht einlullen, dass ihr meint, es liegt nur an euch. Nein, das sind alles Mechanismen. Prost euch. Danke. Prost, schön, dass ihr da seid. Auf Heike. Prost, ihr kriegt nichts. Aber du wohnst in London, du wohnst in Paris und beide wohnt ja auch noch ein bisschen in Hamburg, ne? Ja, also Hauptwohnung ist hier in Hamburg, als Basement. Das zieht euch immer noch nach Deutschland, aber das Ausland ist doch auch toll. Wie sind denn die Städte? Gefallen sie euch nicht so gut oder ist es einfach nur zum Arbeiten? Also für mich ist es, glaube ich, hier in Deutschland, denke ich mal, ein bisschen besser. Wie gesagt, ich war vorher nicht so lange im Ausland und muss man halt da jetzt auch erstmal was aufbauen. Und das, wie gesagt, dauert auch eine Zeit, bestimmt aber ein, zwei Jahre. Aber du warst schon in Amerika und bist wieder zurückgekommen. Ja, längere Jahre. Ja, also ich vermisse New York sehr, muss ich sagen, aber London ist auch ganz toll. Also gerade auch MTV ist wie eine große Familie und ich bin da sehr gut aufgehoben. Also. Apropos London, vielleicht kennst du auch die Mode von Red or Dead, könnte das sein? Ja. Ist das auch was du trägst? Ja, ich gehe zum Beispiel immer in den Laden und da verkaufen die auch Red or Dead. Ja, also in London ist das richtig angesagt. Es ist auch nicht wirklich teuer. Es ist wirklich erschwinglich, es gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Und wir haben heute hier auf dem Laufsteg die Modenschau von Red or Dead. Und bitte beachtet besonders die Schuhe, weil Badelatschen sind im Moment ziemlich angesagt. Also viel Spaß mit Red or Dead. Thank you.
Die Mode von Red or Dead. Ich habe euch gerade gefragt, ob ihr auch euch so auf dem Laufsteg wohlfühlt, aber ihr haltet euch lieber mit Werbespots und Fotos auf. Also Laufsteg ist vielleicht ein bisschen unwegsam, hä? Wenn das Angebot dann kommt, dann macht man auch Laufsteg natürlich. Jeden Fall gerne. Man ist alles zu haben. Das ist unser Beruf zurzeit. Also wenn uns jemand dafür bucht, dann klar, dann machen wir Models das, ne? Bucht man. Also jetzt der Unterschied, also die bucht man, die mietet man nicht. Die mietet man auch nicht. Ey, Menschen mietet man einfach nicht, die bucht man. Ja gut, ich danke euch, dass ihr hier wart und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und dass es vielleicht noch über das Modeln hinausgeht. Das wünscht man sich doch irgendwo schon, oder? Ja, vielen Dank, dass wir erstmal hier sein durften. Ja. Und wir sehen uns später noch. Hold on, ja. Okay. Danke. Mit Rainer und Julia. Und bei uns geht es jetzt um ein Auto. Ihr habt wahrscheinlich schon alle gehört, dass es jetzt das erste Techno-Auto der Welt gibt. Da können einem sich ja eigentlich nur die Nackenhaare aufstellen. Man denkt sich, oh Gott, jetzt gibt es auch noch Techno-Autos. Ich meine, wie weit soll denn diese Kommerzialisierung noch führen? Aber dazu muss ich sagen, die Zeitschrift Raveline hat einen Aufruf gestartet, hat gesagt, ihr lieben kleinen Raveline, was sollte euer Auto denn eigentlich beinhalten, damit ihr damit gerne zu irgendwelchen Raves fahren würdet? Ja, und das checkt Lotto King Kai jetzt mal für euch aus. Also was ihr allgemein hat, ein Techno-Auto vorstellt, weiß ich natürlich nicht, ne? Also ich stelle mir ein Techno-Auto ganz klar drunter vor, Auto mit Technik halt, ne? Mit Lenkrad, mit schwarzen Scheiben, mit einem Dosenhalter, ne? Mit einer guten Anlage drin, ne? Und Geheimform Lotto King Carl CDs, ne? Pass mal auf, ich schicke den Hobel mal auf und wir sprechen uns gleich wieder nach der Werbung. Nach der Pause bei Heike Makatsch, die Show. Dumm gelaufen. Hauptdarstellerin Christiane Paul über ihre Leiche im Kofferraum. Und für alle Durchblicker, der Picknicker von den Fantastischen Vier, Smudo und Co. im Studio. Mit Brita gefiltertem Wasser fängt jeder Tag gut an. Weil Brita Wasser von Kalk und allem befreit, was Wasser hart macht. Und so wird mit Brita gefiltertem Wasser alles zum reinsten Genuss. Was immer man auch mit Wasser zubereitet. Wann immer man auch genießen will. Brita macht Wasser zum Genuss. Everybody was coming. Chris Farley ist... Auf Wiedersehen, meine Freunde! Oh. Die Kampfwurst. Ich kann mit allem umgehen, was hier an Waffen herumsteht. Stark, ey! Beverly Hills Ninja. Im Kino. Das ist doch Schweinkram! Die CD und MC mit den 20 schweinischsten Liedern. Schweinkram. Eindeutig zweideutig. Exklusiv in Max. Die erotischen Seiten der deutschen Serienstars. Aus gute Zeiten, schlechte Zeiten bis verbotene Liebe. Happy Birthday! Kuschelrock feiert Geburtstag mit der Kuschelrock Special Edition. Und deshalb gibt es jetzt die schönsten Kuschelrock-Songs aller Zeiten auf einer CD. Aber nur für kurze Zeit. Das Kuschelrock-Dankeschön für alle Fans. Jetzt mitfeiern mit den Scorpions, Celine Dion, Michael Jackson, Art Garfunkel, George Michael und Elton John, mit Sinead O'Connor und vielen anderen. Die Kuschelrock Special Edition zum Dankeschön-Preis. Schluss mit nervenden Windeln, die nicht richtig schließen. Denn auch Pampers Baby 3 Plus haben jetzt Klettverschlüsse. Öffnen, schließen, so oft Sie wollen. Selbst mit cremigen Händen. Pampers mit Klettverschlüssen. Problemlose Windelwechsel für Baby und Mutter. DJs, Sie sind die wahren Könige der Clubs. Denn Sie haben die Macht über das Nachtleben. Alles tanzt nach deiner Pfeife irgendwo. Westbam, Robert Miles, Grandmaster Flash. Für viele ist der Job ein Sprungbrett in die ganz große Musikszene.
Sie arbeiten mit Stars wie Michael Jackson und Madonna. Viele Songs werden durch ihre Arbeit erst zum Hit. DJ Stars und Mega-Hits. Sonntag 16.20 Uhr bei RTL 2. Die Night Show mit Verona Feldbusch. Diesmal mit dabei das bezaubernde Multitalent Daisy D. Und der ewige Bösewicht, der Schauspieler Robert Viktor Minich. Also ich bin noch nicht dieser klassische Ficker-Typ. Also das wohl schmutzigste Geschäft mit Sex. Piep besuchte den angesagtesten amerikanischen Schlamm-Catch-Club. Piep, die Night Show mit Verona Feldbusch. Sonntag, 22.15 Uhr bei RTL 2. Amerika, Land der Gegensätze. Nur einen Steinwurf vom prüden Hollywood entfernt liegt Pornowood, die Sexfabrik der Staaten. Über 8000 Pornostreifen werden hier jedes Jahr gedreht. Und während Prostitution von der Polizei streng verfolgt wird, trifft sich im Internet die Cybersex-Gemeinde. Exklusiv die Reportage Sex im Wilden Westen, wie Amerika seine Unschuld verliert. Sonntag, 23.20 Uhr bei RTL 2. So, jetzt wieder Lotto King Karl, ne, direkt auf dem Cockpit, der Autopilot von Heike Magatsch, ne, weiß Bescheid. So, Heike, ne, jetzt will ich mal zeigen, da kannst du richtig outflippen, ne. Pass mal auf, pass mal auf. So, jetzt sag ich mal öfters was, abends für meinen Vortrag hier. Uschi, mach mal die Mucke ein bisschen lauter hier. Und das Fuß raus. So, was das Bett jetzt ist, Leute, das muss ich jetzt mal zeigen, ne. Da sind wir jetzt mal hier, ne. Und hier, hier, ne, das sind mal wieder krass. Ja, und wie man das Auto jetzt gewinnen kann, das fand ich euch gleich in der Sendung. Oh Mensch, was ist denn jetzt los? Halt, warte mal! Wir haben noch gar nicht über das Wetter geredet! Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, Lotto King Karl beschäftigt sich immer noch mit dem Raveline Car. Und jetzt werde ich mal langsam das Geheimnis lüften, worum es eigentlich geht bei diesem ersten Techno-Auto der Welt. Ihr könnt es nämlich gewinnen, ja? Alle die bis jetzt noch dran geblieben sind, werden belohnt, denn für sie gibt es die riesengroße Chance, vielleicht bald so ein Auto zu besitzen und auch so viele Mädels auf dem Beifahrersitz sitzen zu haben, wie Lotto gerade. Hoffentlich fahren sie ja nicht einfach weg. Damit ihr dieses Auto gewinnen könnt, müsst ihr einfach nur die jetzt eingeblendete Telefonnummer anrufen und alles tun, was dort von euch verlangt wird. Ich werde da auch mal anrufen und gucken, was die eigentlich von euch wollen. Vielleicht müsst ihr euch ausziehen oder so, aber vielleicht müsst ihr auch einfach nur eine kleine Frage beantworten. Ich wünsche euch viel, viel Glück, damit auch ihr demnächst mobil seid. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Gesprächspartner, nämlich Christiane Paul. Ja, und Christiane hat irgendwie auch was mit Autos zu tun, weil in deinem neuen Film Dumm gelaufen spielt dein Auto ja auch eine große Rolle. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also irgendwie ist es ein toller Cadillac oder so ein fettes Auto, was durch den ganzen Film führt. Und damit ihr auch ungefähr eine Vorstellung habt, was bei Dumm gelaufen eigentlich alles so dumm gelaufen ist, sehen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte vom Film an. Das ist das Beste von ab, so viel ist mal klar. Ah, da ist sie ja wieder. Na, wieder beruhigt? Ach, leck mich doch! Jederzeit gerne wieder, Poppe. Das ist dumm gelaufen. Das ist dumm gelaufen. Sabrina, das leichte Mädchen von St. Pauli, und Jungbauer Harm verbindet das gleiche Problem. Je eine Leiche. Bei dem Versuch, die Leichen loszuwerden, treffen sie aufeinander und beschließen, das Problem gemeinsam zu lösen. Doch so einfach ist das nicht. Die beiden werden von eifrigen Dorfpolizisten, brutalen Kiezgangstern und volltrunkenen Dorfdeppen verfolgt. Und zu guter Letzt trifft sie auch noch der Pfeil Amors. Christiane Paul und Bernd Michael Lade in Dumm gelaufen. Eigentlich wollten wir ja mit dir zusammen den Bernd Michael Lade auch noch begrüßen. Aber der hat es ganz kurzfristig nicht geschafft. Ja, ne? Er hat Dreharbeiten und wir sind froh, wenn er heute Abend zur Premiere irgendwie da sein kann. Also hat sich irgendwie verschoben und deswegen ist er heute Abend leider nicht dabei. Der ist irgendwie in Rostock oder so bei Dreharbeiten, sehe ich das richtig? Ja, der dreht zurzeit, glaube ich, in Stralsund unter der Regie von Martin Walz. Eine Liebesgeschichte, auch eine schöne, und auch ein Kinofilm.
Ja, also ihr Schauspieler, ne? Also ihr dreht ja einen Film nach dem anderen. Bei dir ist es ja auch echt eine Christiane Overdose zur Zeit. Denkst du manchmal, vielleicht ist das auch zu viel und vielleicht ziehe ich mich ja wieder ein bisschen zurück? Ja, also das ist natürlich, ist schon sehr viel, aber ich ziehe mich auch ein bisschen zurück jetzt. Ich muss mein Staatsexamen machen, mein zweites im medizinischen Bereich und deswegen werde ich es auch reduzieren in der nächsten Zeit und so werde ich hoffen, dass die Leute nicht überfordert sind mit mir. Also ich denke mir, auf jeden Fall sind sie noch nicht überdrüssig, aber man hört ja immer, und ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, dass du nebenbei Medizin studierst und wenn man so ein bisschen weiß, wie Dreharbeiten abgehen, ja, dass man da wirklich 3 Monate von der Außenwelt abgeschirmt ist und wirklich es nichts anderes gibt, auf was man sich konzentrieren kann, da kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass jemand noch nebenbei doch wirklich im Endstadium des Medizinstudiums ist. Naja, es ist natürlich sehr anstrengend, aber ich denke, mit einer großen Portion Disziplin und guter Arbeitseinteilung ist eigentlich schaffe, aber ab und zu gehe ich auch an die Grenzen meiner Kraft ein bisschen, muss ich schon so sagen. Ja, also bedeutet dein Leben zurzeit eigentlich nur Film, Studium, basta. Richtig. Das hört sich ja eigentlich nicht so wirklich erstrebenswert an. Ja, aber es ist eigentlich ganz schön, wenn man lernt, beim Drehen auch wahnsinnig viele interessante Menschen kennen und die Kombination von beidem ist also eine gute Motivation einfach, also für mich und das macht einfach Spaß und daraus schöpfe ich meine Kraft und dann ist es okay, denke ich. Kann man denn, wenn man irgendwie ständig auf der Leinwand präsent ist, in Talkshows präsent ist, noch so ganz normal zur Uni latschen wie jeder andere und sagen, hallo, ich sitze hier neben euch in einer überfüllten Vorlesung, aber macht ja nichts? Oder sagen da doch alle, guck mal, da kommt sie jetzt, die Christiane, und die habe ich letztens noch nackt gesehen. Also im Moment geht's eigentlich noch, also wer es nicht erkannt, es gibt natürlich Kommilitonen, die wissen das schon und die sprechen mich auch an oder so, aber die meisten gehen damit sehr diskret um und ich gehe damit eigentlich auch nicht hausieren. Nur im engsten Freundeskreis erzähle ich auch mal ein paar Sachen oder so. Aber sonst versuche ich mich dann auch sehr zurückhaltend zu zeigen. Na, da kann ja eigentlich keiner drum rumkommen, dich da schon mal irgendwie auf der Leinwand gesehen zu haben. Wie ist denn das? Also jetzt gerade mal auf diese Nacktszenen zu kommen, ist das irgendwie sowas, wo man dann auch manchmal denkt, so, ah, irgendwie ist mir das auch unangenehm, dass jetzt jeder, der mich in der Straßenbahn sieht oder so, weiß, wie ich aussehe? Ist das manchmal ein Problem? Schirmt man sich da nicht mehr ab? Naja, klar, also die Leute in der Straßenbahn kümmern mich nicht so sehr. Aber so natürlich Kollegen oder also Mediziner oder Studenten, Kommilitonen, das kümmert mich dann doch. Und eigentlich würde ich dem gerne lieber aus dem Weg gehen. Aber so weiß es ja selbst, oft kann man dem nicht aus dem Weg gehen und man steht in einem inneren Konflikt und also Druck vom Regisseur, vom Produzenten und man hat den eigenen inneren Druck und man kann dem nur ganz selten ausweichen. Ja. Und ich versuche es einfach zu vergessen, dass mich so viele Leute kennen. Also dass sie mich dann nackt gesehen haben. Jetzt hast du ja irgendwie im letzten Jahr 3 Filme gemacht. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Ja, 3 Filme, das ist Wahnsinn eigentlich. Wenn man sich so vorstellt, dass du 3-mal im Jahr in so einer komischen, isolierten Dreharbeitsphase steckst. Ich meine, vielleicht können sich das viele Leute gar nicht so vorstellen, wie das eigentlich ist bei so Dreharbeiten. Da ist man ja wirklich abgeschirmt von der Außenwelt und alles, was noch zählt, sind irgendwie die Kameraleute, die Aufnahmeleiter, die Beleuchter und die Mitschauspieler, der Regisseur, basta. Und sonst gibt es eigentlich nichts im Leben. Ja, es ist schon richtig. Also es ist relativ relaxed, wenn man im Heimatsort selbst dann dreht. Aber wenn man natürlich, wie wir zum Beispiel bei Dumm gelaufen, in Xanten dreht, in so einem kleinen Ort, dann trifft man sich abends noch und trinkt ein Bier zusammen und verprasst die Nächte manchmal auch. Oder also man kommt sich dann schon näher, man baut einen intensiven Kontakt zu Menschen auf, das würde ich schon so sagen. Und danach gibt es dann ein großes Loch, in das man fällt. Nämlich, dass diese ganzen neu gewonnenen Freunde plötzlich wieder weg sind, man zum nächsten Film geht und wieder sowas aufbaut und dann ist es wieder weg. Also es muss doch irgendwie ein ständiger Verlust sein in deinem Leben. Naja, ich denke, wenn man danach keine Anschlussarbeit hat, ist dieser Verlust schon relativ groß. Aber im Laufe der Zeit, also je mehr man Filme man macht, desto mehr schottet man sich auch ein bisschen ab, denke ich. Und diese Kontakte werden einfach oberflächlicher im Laufe der Zeit, weil sonst würde man das emotional gar nicht verkraften, denke ich. Also nach meinem ersten Film, den ich 91 gemacht habe, war ich auch total traurig, die Leute nicht wiederzusehen. Und ich kam wie aus dem Ferienlager nach Hause und dachte, um Gottes Willen. Was mache ich jetzt ohne meine Maskenbinderin, die so süß war und so. Aber im Laufe der Zeit, denke ich, kann man damit ganz gut umgehen. Muss man auch umgehen können. Wie ist das denn so bei Dreharbeiten mit dem Verlieben? Das möchte ich jetzt echt gerne mal von dir wissen. Ist das eigentlich so, dass du dich schon mal bei Dreharbeiten verliebt hast? Oder ist das so eine Sache, dass du sagst, das ist Arbeit, das hat mit meinem Privatleben nichts zu tun? Oder wird man da echt in so einen Sog gezogen, dass man sagt, so nah habe ich eigentlich noch nie jemanden kennengelernt, in so einer Extremsituation noch nie und das möchte ich auch nicht missen? Also ich denke, dass man sich beim Drehen schon sehr nahe kommt, weil man doch in einer sehr intimen Atmosphäre arbeitet und oft auch Intimgrenzen überschreiten muss. Also zum Beispiel habe ich mit Jürgen Vogel doch sehr innige Liebesszenen gedreht. Aber normalerweise geht es über eine gewisse Grenze nie hinaus, weil das ist also mein Beruf, den ich in dem Moment ausübe und man ist professionell genug, denke ich, damit umzugehen. Also normalerweise
passiert das nicht, denke ich. Und ja, dazu eigentlich alle, was ich dazu sagen muss. Ja, wer verliebt sich schon bei Dreharbeiten? Auf keinen Fall. Christiane, vielen Dank. Also, ich freue mich für dich, dass du damit keine Probleme hast. Ich jedoch habe auch letztens erst einen Film gedreht, und zwar mit Richard Burton, Cleopatra, und in den habe ich mich total verknallt. Richard, was willst du denn hier? Ich bin mitten in einer wichtigen Szene. Ich bin Marcus Antonius. Richard, nach Drehschluss bist du nicht mehr der Botschafter von Rom. Du irrst dich. Du bist... Botschafter von Rom. Prokonsul des römischen Imperiums östlich von Italien. Richard, führ dich hier nicht auf wie ein Verrückter. Wenn du geruhst, mich als solchen zu betrachten... Letzte Woche noch dachtest du, du wärst Nero und wolltest dich fast umbringen. Ich konnte dich gerade noch davon abhalten. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Bitte geh zum Arzt. Was werde ich? Am besten gleich zu einem Psychiater. Du ersuchst einen Prokonsul des römischen Imperiums. Dann nimm irgendwas. Die Kumpanen tuscheln schon. Entweder du machst jetzt bald eine Therapie oder ich verständige den Produzenten. Meinen Vorgesetzten? Ich meine es doch nur gut mit dir. Richard, was tust du denn da? Ich bin es, deine Frau. Elizabeth. Bitte, Liebling, komm wieder zu dir. Ah, okay. Die Königin Cleopatra befiehlt Ihnen, sich zu erheben. Sie dürfen nun abtreten, Marcus Antonius. Wie großmütig. Moment. Begebe er sich unverzüglich zum Palastdoktor. Dies ist ein Befehl. So, und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, also Richard war unwiderstehlich. Da konnte ich mich einfach nicht entziehen. Also Christiane, viel Spaß bei deiner Premiere. Ich hoffe, es gibt da auch so viel Applaus wie heute die ganze Zeit. Ihr seid übrigens super als Publikum, das wollte ich einfach mal dazu sagen. So muss das sein. Also dank dir, dass du hier warst. Wir machen jetzt mal wieder eine kleine Pause, aber ihr wisst, eins der Highlights kommt noch, nämlich die Fantastischen Vier mit ihrem Picknicker. Also bis später. Line präsentiert Most Wanted, die CD. Die besten Tracks. Jetzt ist sie da. Von euch gewählt. Raveline, Most Wanted. Nur von Arcade. Das neue Meisterwerk von David Lynch. Senator Film präsentiert Lost Highway, jetzt im Kino. I have a dream. Dream Dance. Der Senkrechtstarter der Charts. Jetzt brandaktuell mit den Mega-Hits von Brooklyn Bounce, Vertigo, DJ The Crown, Gorgeous und vielen mehr. Die neue Dream Dance mit allem, was angesagt ist. Join the trip. Männer, anrufen. 0190, 3x98. Girls, gebührenfrei. 0190, 3x98.
aspetto da ora. Non valeva la pena di aspettare. Nichts ist so unwiderstehlich wie ein Flüstern. Sotto voce von Laura Biagiotti Parfum. Als hat mich das erste Mal umarmt, ja? Dirk hat mich so ein Bild geküsst. Sascha hat gestern sein Hit-Torpedo rausgeholt. Da bin ich richtig abgegangen. Was? Mal null Formel 1. Formel 1 Hit-Torpedo. Die volle Dröhnung aus den Charts. Mit Future Breeze, Energy 52, Depeche Mode, Backstreet Boys, C-Block und NSYNC. Formel 1 Hit-Torpedo. Damit gehst du richtig ab. Oh, Siegfried kommt. Oh, Brunhilde. Wir holen sie da raus. Wüstenrot. Kann man Haarspray Halt geben und dem Haar trotzdem seine Beweglichkeit lassen? Das neue Haarspray von Pantene kann es. Styling ließ mein Haar oft ungesund und starr aussehen. Pantene enthält Provitamin B5, das ins Haar eindringt. Es gibt verbesserten Halt und erhält die natürliche Beweglichkeit ihrer Frisur. Egal wie oft ich mich umziehe, meine Frisur behält ihren Halt, gesunden Glanz und macht alles mit. Perfekter Halt und natürliche Beweglichkeit. Das neue Pantene Provi Haarspray für gesundes Haar, das glänzt. $8.5 million. 7 Fuß unter dem Keller. In einem Einfamilienhaus in Schärriedel. Schatzsuche im Wohnzimmer. Diese Nachbarn sind unmöglich. Doch die Wege zum Reichtum sind beschwerlich. Oh Gott! Denn wer anderen eine Grube gräbt, wir kriegen die Millionen. Fällt selbst hinein. Norman, was willst du von uns? Den Koffer. Gleich. Die Maulwürfe. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Packende Dramatik nach einer wahren Begebenheit. Er fliegt über die 12-Meilen-Zone in den russischen Luftraum. Ein Linienflugzeug bringt die Großmächte in Zugzwang. Für die Passagiere wird es ein Höllentrip. Anfangs ist die Kursabweichung nicht zu erkennen. Aber in dem Moment, wo sie sie erkennen, ist es fast immer zu spät. Todesflug KAL 007. Samstag 20.15 Uhr bei RTL 2. Die jungen Wilden. TV-Movies made by RTL 2. Sie sind Hostessen und sie sind Freundinnen und erzählen sich alles. Der will mich heiraten. Bis eine von beiden ermordet wird. Ich will wissen, mit wem sie zuletzt zusammen war. War einer ihrer Kunden der Täter? Du hast gesagt, sie entspricht meinen Wünschen. Was ist geschehen, bevor Patricia ihrer Freundin für immerlich wohlsagen musste? Petra Kleinert, Katharina Müller-Elmau und Herbert Knaub in Patricias Geheimnis. Nächsten Dienstag, 20.15 Uhr. Und ich finde, die Stimmung ist heute echt so toll. Ich bin völlig begeistert, dass alle so wunderbar durchgehalten haben. Und vor allem ihr vor den Fernsehschirmen, ihr seid auch noch immer dabei. Das lobe ich mir. Und du hast auch noch nie aufgegeben. Nee, ich habe überhaupt noch nie aufgegeben. Gab es hier einiges zu tun? Gab es hier Drinks zu mixen? Oder? Ich habe gerade wieder angefangen, Drinks zu mixen, genau. Und ich habe ja vorhin diesen Stand gemacht. Ne? Hast du gerade gesehen? Ja, ne? Das war super. Knallharte Action, Alter. Das ist ein Auto, was die Nerven der Beteiligten total fordert. Also auch von der Reaktionsfähigkeit und so. Und Konzentration auch. Muss man knallhart sein, ja. Also, Lotto, wir haben jetzt ja die beste Band der Welt hier. Das ist richtig, ja. Da sind wir schon ziemlich stolz drauf. Da sind wir uns auch einig, ne? Ja, da sind wir uns auch einig. Und du hast auch schon einen Titel verliehen an den Smudo. Richtig, der Smudo von dieser Band, ich will jetzt noch nicht den Namen nennen. Nee, da wollen wir jetzt auf keinen Fall den Namen nennen. Also, das kommt erst später. Ich verleihe jedes Jahr einmal den Titel Barmbäcker des Jahres. Ne? Und ja, ne, ist auch so, oder? Genau, und
der eine von den mehreren Sängern dieser Wir sagen einfach mal vier. Nämlich der heißt Smudo, der ist letztes Jahr tatsächlich Barmbäcker des Jahres 96 geworden. Da habe ich ihm verliehen Titel und so. Und war auch angemessen, meiner Ansicht. Finde ich auch, war auf jeden Fall angemessen. Vielleicht werden die anderen drei ja nächstes, übernächstes und überübernächstes Jahr eine Chance haben. Auf jeden Fall sind sie hier bei uns jetzt auf der Bühne, die fantastischen vier unter der Picknicker. An alle Nextflicker, ich bin der Picknicker. Werd sie erklären, doch dann mache es den Beat-Ticker. Das ist der Bass und die Snare schießt ein Loch durch die Stirn. Durch dein Ohr bringt der Beat dein Gehirn zum Erfrieren. Aus Marken von den Vieren, wenn ich auftauch. Bist du dann unten mit mir, werde ich zu dir aufschauen. Das ist der Weg und das Ziel ist das Gleiche. Reiche, was du willst, meine Skills kriegst du nur über meine Leiche. Brauch keine Sau, Mann, das kannst du knicken. Hier kommt der Plan, aus Verkehr geht ihr Picknick. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Ha, ha. Kein Scheiß, Mann. Kein Scheiß. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Pops an die Massiven, an die Kopfnicker. Ich bin der Picknicker. Kicker, Klicker, ist der Groschen jetzt gefallen? Nein, dann werde ich weiterleihen, bis es alles schneit. Fein, wer mich also noch nicht kennt, rennt vehement, inkompetent durch die Welt, weil er mich für etwas hält, was mir nicht gefällt. Denn so ein Picknick mit Familie im Freien ist mir in diesem Fall eine Nummer zu klein. Fein, meine Familie muss größer sein. Die Party People, die zu Hip-Hop-Musik tanzen und schreien, die lade ich ein und wir feiern permanent. Hast du als Argument, warum man mich den Picknicker nennt, ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Ha. Jeder weiß, Mann. Ich schiebe. Kein Scheiß, Mann. Ha. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Mein Scheiß. Jeder weiß, Mann. Ladi-dadi, Slick Rick, mag ich die Party, doch ich nenne sie Picknick. Also spar die Kritik und verstrick dich nicht. Was wichtig ist, ist nicht das Wie, sondern das Wann und das Wo. Es gibt kein Kontra, ne Pro, denn du kommst sowieso aufgrund des hohen Niveaus. Wir geben Gas, haben Spaß wie Markus. Noch nicht im Maserati, sondern mit Benz und Vertrauen. Das fahren wir raus auf irgendeine Wiese, denn im Stadtpark zu feiern, das hieße. Schreit mit den Spießern, die können nicht verstehen, wie Leute abgehen, die vor einem Sonnensystem mit 50.000 Watt stehen. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen bei Heike, bei uns, den Bandis und bei Michi Beck, den Picknicker. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Yeah, yeah. Kein Scheiß, Mann. Picknicker. Jeder weiß, Mann. Und wer jetzt immer noch nichts von meinem Picknick mitkriegt, drück ich einen Knopf an seinem Kopf wie beim Tippkick. Dann tritt er Schritt für Schritt hinein in mein Trip und ich nehm ihn mit, bis er mit wird. Und er wippt ne ganze Menge, seh ich ins Gedränge, hänge ich mit meinem Blick an der Enge ihre T-Shirts. Wenn ich dann biete, lässt mich das nicht mehr los, lästig ist dann bloß, dass sie nicht mehr weiß, wie ich heiß. Jede Scheiße wird heiß, der Schweiß auf der Stirn ist nicht nur von Patz. Doch im Großen und Ganzen wieder gute Aktion. Das war das letzte Wort der Picknicker Partyfraktion. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Ha. Jeder weiß, Mann. Ich bin back. Kein Scheiß, Mann. Yeah, yeah. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Picknicker. Jeder weiß, Mann. Ha. Kein Scheiß, Mann. Kein Scheiß. Jeder weiß, Mann. Bends down, mix down. Kein Scheiß, Mann. Direkt in dein Ohr. Jeder weiß, Mann. Kein Scheiß, Mann. Jeder weiß, Mann. Kein Scheiß, Mann. Stimmung, wie ihr hier gerade macht, das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Wieso fahrt ihr so alle auf die ab und nicht auf mich? Das ist ja furchtbar. Nein. Das kommt schon alles noch. Das kommt alles schon noch. Werdet schon sehen. Ja, war super. Ja, danke. Danke, danke. Heute Abend. Habt ihr euch Mühe, extra Mühe gegeben? Extra für diese Sendung haben wir gedacht, heute alles. Und vielleicht könnt ihr dann vielleicht auch von, also jetzt,
von 40 auf 1 schießen nach dieser Sendung. Ja, wäre ja ganz schön. Unmöglich. An uns soll es nicht liegen. Also ihr kauft euch jetzt alle die CD, oder? Dankeschön! Aber ich finde, da gibt es noch einige Fragen zu klären. Also erstmal bin ich echt total enttäuscht, weil ihr alle mit euren normalen Haarschnitten hierher kamt. Wo sind denn die Perücken aus dem Video? Wir durften sie nicht mitnehmen. Wir mussten sie dort lassen, weil die damals schon bei Duran Duran und Kaja Gugu verwendet wurden. Genau, die sind doch in diesem 80er-Jahre-Museum ausgestellt in Los Angeles. Und jetzt bei der aufkeimenden Hysterie durch dieses Video werden sie wahrscheinlich noch ein paar Mal verwendet werden, deswegen mussten wir sie da lassen. Ja, also ich hätte sie auch gerne jetzt, wo ich euch getroffen habe, selber angehabt. Ich glaube, das hätte ein tolles Bild gegeben. Ja, schade drum. Ja, und jetzt muss ich die Frage stellen, die Frage der Fragen. Was ist eigentlich ein Picknicker? Okay, ganz einfach. Ah, okay. Die Lösung. Es ist eigentlich mehr so eine Matratze, meine ich nicht, sondern Metapher. Eine Metapher für den Party-Ruler, den Barbecue-Master, den Mac Daddy, den Player, den Hasser, den Allesmacher. Sonne, yeah. Darum geht es eigentlich. So eine Art Ehrenbarmbäcker quasi. Also eigentlich kann jeder von uns irgendwie auch ein Picknicker sein, oder? Ja, genau. Jeder kann Picknicker werden. Auf jeden. In euch allen steckt auch ein Picknicker. Also ihr müsst es nur rauslassen. Hey. Yeah. Heike ist Picknicker. Yeah. Yeah. Und du bist ja auch da, Andrea, mit dem Katrinchen. Das ist mein Schätzchen. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Okay. Ich freue mich. Grüß dich, mein Schatz. Wo ist denn Florian? Oh, Ma! Ich habe etwas ganz Schönes für dich. Das ist eine Kartoffelnelke. Habe ich selbst für dich gepflanzt. Heute Morgen hat sie noch nicht rausgeschaut. Sie hat auf dich gewartet. So wie der Florian. Und wir alle. Ohne dich war das gar keine richtige Familie. Prodomo präsentierte Ihnen Forsthaus Falkenau. Forsthaus Falkenau. Das Buch zur Erfolgsserie ist ab sofort im Handel erhältlich. Spannende Unterhaltung wünschen Ihnen ZDF und Krombacher.